Ja, schönen guten Morgen. Ich bin mal dort, wo ich am liebsten bin, und zwar in Schrenkersberg. Samstag ist heute Hofladentag. Die Theke ist bestückt, Hackfleisch ist frisch gewolft, einvakuumiert, etikettiert, Gulasch dasselbe. Der Ladospeck und alles fertig gemacht. Und natürlich auch gleich die Sachen fertig machen für morgen für den Markt in Emmansberg. Weil jetzt am Sonntag der große Verkauf vom Beef Jerky anfängt, habe ich hier einmal das frische Beef Jerky, das ich jetzt in Portionen abfülle und für den Versand fertig mache. Dazu brauchen wir Etiketten, dazu brauchen Beutel. Jo, das sind so meine Tagesaufgaben am Samstag. Ja, und weil es natürlich mega lecker ist. Ja, so muss es schmecken. Mega geil. Muss ich bloß schauen, dass ich nicht die ganze Kiste selber aufesse. Nee, ein bisschen was kann ich schon euch verschicken. Alles gut. So, heute am Sonntag sind wir am Dorfladen in Emmansberg. Jetzt Vormittag hat der Regen ein bisschen eingesetzt gehabt, aber jetzt lichtet sich das und die Leute kommen raus. Das Wetter wird schön und ja, wir haben gute Ware dabei. Also ich habe gerade mal aufgeschnitten gehabt, unseren schwäbisch-hessischen Schinkenspeck. Die meisten, Igitt, ist es viel Fett. Dann lassen wir sie doch mal probieren. Und dann merkt man, dass so ein gutes, zartschmelzendes Fett natürlich auch was ganz Spezielles ist. Ne? Auch genauso wie das da im Kräutermandel. Also da haben die Leute dann auch schon Bock, muss man schon sagen. Heute leider mit dabei unser Beef Jerky und somit haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Heute Abend macht der Peter von Country Life Germany eine Verkostung von unserem Beef Jerky. Der ist ja absoluter Beef Jerky Fanatiker, wo ich gesagt habe, wenn einer beurteilen kann, ob sowas taugt, dann unser Peter. Und ja, dem habe ich mal ein Probepäckchen aufgeschickt. Könnt ihr mal, ja, haben die meisten bestimmt auch gesehen, auch so noch im Stream bei uns. Und ich muss schon sagen, so selbst macht dieser Name von mir inzwischen, erfüllt mich schon auch ein Stück weit mit Stolz. So, dann endet hier ein erfolgreicher Markttag im schönen Emmansberg. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Und ja, wir haben wie immer interessante Kundengespräche geführt. Und das ist ja das, warum wir gerne auf dem Markt fahren, weil man den direkten Kontakt zum Kunden hat und da auch mal Empfehlungen geben kann, Zubereitungstipps oder einfach ein bisschen aufklären kann, was steckt dahinter, wie wird es produziert oder einfach bloß blöd labern kann oder über das Wetter. Ihr wisst ja, der typische Smalltalk, der ist halt auf dem Markt ein bisschen ausgeprägter, als wenn man das jetzt über einen Online-Versand macht, ganz klar. Jo, Wetter ist jetzt nochmal schön geworden nachmittags, das hat nochmal gute Laune gemacht, das hat auch nochmal gut Besucher gebracht und natürlich auch gute Laune beim Besucher gestärkt. Und jetzt packen wir unsere 7 Sachen und fahren wieder gen Westen, immer Richtung Sonne entgegen. Ist die Sonne eigentlich im Westen? Einen wunderschönen guten Morgen. Montag früh startet eine neue Woche. Mal schauen, was die Woche für uns bereithält. Sie beginnt regnerisch, neblig, aber dann schon mal bei ordentlichen Plusgraden, 6 Grad. Das ist schon mal ein, was erfreulich ist. Was uns aber immer noch nicht in unserem Vorhaben weiterbringt, wir würden gerne mal die Wiesen abstriegeln, denn wenn die Temperatur steigt, dann sollte das Ganze fertig sein und die Maulwurfshügel oder sonst was eingeebnet sein, denn in den wachsenden Bestand wollen wir eigentlich nicht mehr einfahren. Ja. Gucken wir mal, wie es ist. Ändern kann man es ja meist sowieso nicht. Jo, was gab es sonst Neues gestern Abend im Livestream von Peter Country Life Germany? War das Thema, der Peter als alter Beef Jerky Fanatiker, ich glaube, das habe ich gestern schon mal erwähnt, hat ja das Beef Jerky getestet und für gut befunden. Und ihr Wahnsinnigen habt gleich das Beef Jerky wieder ausverkauft. Yo, jetzt muss ich die Woche nebenbei nachproduzieren, damit da auch wieder genug vorhanden ist. Also vielen Dank dafür schon mal. Und ich garantiere euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Jetzt vormittags Stallarbeit, Lohnzerlegung. Mittagspause fahre ich mal schnell zum Metzger, zum Schlachter rüber, meine Salamis abholen, denn die sind ja endlich fertig. 3 verschiedene Sorten und in 3 neuen Rezepturen. Das ist die Classic Salami, die Chili Knoblauch, wie gesagt, beide mit einem neuen Rezept. Viel besser als vorher noch. Obwohl man eigentlich meinen würde, das geht nicht mehr. Wer unsere Salami kennt, wird das jetzt wohl gedacht haben. Und die neue Salami ist das Hochlandrind mit Strohschwein. Also
Sicheres, aber mit Pfeffer. Also da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt drauf. Logischerweise wird das heute Mittag auch schon mal verkostet werden müssen. Schlimm, ist aber so. Ja, und sonst dann Zebu wollen wir einfangen, weil ein Zebu zum Schlachter soll. Das wird wahrscheinlich morgen Vormittag passieren, denke ich, kurz vor Abtransport. Und da nehme ich natürlich die Kamera mit. Da schauen wir mal, ob die wilden Zebus sich so einfach fangen lassen. Ich denke, ich kenne so meinen Highlandern. Die separiere ich und dann steigen die auf den Hänger und ich mache die Klappe zu und alles ist entspannt. Ich hoffe, dass es bei den Zebus auch so funktioniert. War ich ja noch nie damit dabei. Ne? Und die Zebus haben ein bisschen mehr Feuer im Hintern. Das sind halt noch ja, andere wilde Gesellen im Vergleich zu den Highlandern. Aber wird sich zeigen. So, jetzt bin ich wieder spät dran. Ich hoffe, dass ich mit 10 Minuten Verspätung in Schlenkersberg aufschlage. Aber jetzt früher wieder die Hölle los in Pollendorf. Und das muss natürlich auch alles versorgt werden. Das ist ja klar. Kann ich ja nicht links liegen lassen, das ist ja noch existent. Und ja, wir arbeiten unter Hochdruck, weil es immer gefragt wird, an einer Lösung, dass die Tiere auch in Schrenkersberg stehen können oder bei Schrenkersberg. Verschiedene Ansatzmöglichkeiten haben wir schon. Ich denke mal, in den nächsten Wochen wird da so einiges klarer. Und dann werden da auch schon die ersten Umzüge stattfinden, weil das müssen wir ja eh auf Etappen machen. Aktuell stehen in Pullendorf 40 Highlander und die wollen ja alle irgendwie gepflegt und geordnet nach Schrenkersberg verfrachtet werden. Aber ja, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, keine Angst, es geht weiter und die Highlander bleiben natürlich mit an Bord. So, jetzt angekommen und gleich mal die Info gekriegt, dass gestern Abend hinten im Stall an einem der Tore, da ist so Verriegelungsbolzen, der mit dem Splint gesichert ist, der war wohl nicht gesichert oder ja, unglücklicher Zufall. Den haben die Tierchen natürlich verspielt. Jetzt bin ich gerade gekommen, habe gesehen, dass hinten das Türchen offen steht und mal schnell aus der Restekiste jetzt dementsprechend so einen Bolzen improvisieren, damit die da nicht ständig rein und raus marschieren. Kein Problem, kriegen wir hin. Probleme sind zum Lösen da. Und da bauen wir jetzt einfach mal auf die Schnelle eine Improvisation. So, das Tor stand doch nicht offen. Norbert war gestern so schlau und hat eine Improvisation gemacht, ähnlich wie ich. Bloß er hat es noch improvisierter schnell gemacht, dann Schraubenzieher nachsteckt, das passt. Ich habe jetzt schnell was gebaut aus einer Gewindestange mit einem kleinen Splint, dass sie nicht rausziehen können, die Herrschaften. Und dann schauen wir, ob das jetzt passt. So vom Durchmesser habe ich jetzt einfach mal geschätzt, was das war, gefühlsmäßig. Werden wir gleich sehen, ob das auf Anhieb gleich passt. Hier hat es gestern wieder geschüttet wie die Sau. Da ist wieder viel Rast aufgegangen. Schönen guten Morgen, Herrschaften. Gut genächtigt. Jo, da ist jetzt Schraubenzieher dabei durch. Der ist jetzt aber, ja. Gut, das war eh immer der beste von uns, wie man sieht. Der ist jetzt verbogen. Schauen wir mal vom Lochabstand, ob das so passt. So. Naja, das sagst du. Splint rein. Tut erstmal, was es soll. Ja, hier müssen wir nochmal ein bisschen festschrauben. Da ist die Schraube raus. Und den lassen wir am besten gleich verschwinden, bevor der irgendwie noch am Futtertisch oder im Einstreu landet. Das ist keine gute Sache. Gleich weg. Und vielleicht finden wir den Originalbolzen. Ja, aber ich nehme stark an, den haben sie weggespielt. So, wir gucken mal. Ich habe vielleicht das passende Werkzeug dabei für den. Nee, habe ich nicht. Das sind alle 17er. Ich muss mir dann noch einen 13er Nuss besorgen, denn auf der einen Seite im Stall. Machen wir noch 13er Nuss besorgen, denn auf der einen Seite, das müsste 13er sein, zum Ranschrauben. So, jetzt äpfeln wir mal kurz den Futtertisch ab, damit wir dann auch mal schnell ranschieben können. Und einstreuen. Einstreuen ist ganz wichtig. Da im Eingangsbereich, wo sie jetzt so weiter rein und rausgehen, ist natürlich erhöhter Verbrauch. Ist halt einfach so. Das gehört dazu. Das haben wir so. Und da muss einmal trocken Stroh rein. Futter liegt noch jede Menge da. Das machen wir jetzt aber erstmal schön sauber, damit das auch alles passt. So.
Stadt heißt Ballentransport und zwar unser wichtigstes Gut am Hof, Strom. Wie ich schon oft erwähnt habe, haben wir da einen sehr hohen Verbrauch, aber ist auch unser einzigster Wirtschaftsdünger. Und wir vermeiden jede Menge Krankheiten. Also der ganze Bestand ist gesund, da gibt es überhaupt keine Probleme, keine Probleme mit Krankheiten, keine Probleme mit Klauen. Alles tipptopp und dazu braucht es natürlich eine ordentliche Stallhygiene, sag ich mal, mit einem sauberen, trockenen Einstreu, gerade nach so einem Sauwetter wie heute. Jetzt noch die Hof-Zebus füttern, die jungen Damen, dass sie im Nachwuchs wieder oben im Hof stehen. Und ein bisschen Schrot für die Mastbullen. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit der morgendlichen Stallroutine. Und dann wird einmal umgezogen in Weiß. Und es geht wieder darum, Fleisch zu verpacken, Fleisch zu verarbeiten. Nach Feierabend noch ein bisschen Arbeit für die eigene Produktion und zwar die guten neuen Salamis noch ein bisschen zum Trocknen aufhängen, denn durch die Temperaturschwankungen schwitzen die ganz gern mal und ja, man sieht da ganz deutlich, da hängen wir sie jetzt mal kurz auf zum Trocknen. Sie sind soweit durchgereift und können jetzt eigentlich bestellt werden. Wenn ihr das Video seht, ist es schon längst im vollen Gange wieder, der Bestellzirkus, der Wahnsinn. Und ihr könnt 3 verschiedene Sorten bestellen. Muss ich kurz erklären, ganz einfach. Bisher hat man die Klassik. Bisher hat man die Chili Knoblauch. Das ist reines Rind. Und jetzt haben wir ganz neu die Highland Strohschwein. Da ist diese aromatische, zart schmelzende Strohschweinspeck mit drin. Gepaart mit dem Aroma von ganzen Pfefferkörnern. Also das ist wirklich ein Gedicht. Also da ist uns wieder großer Kuh gelungen, denke ich. Die 3 Sorten, die haben wir jetzt so etabliert im Shop. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, vor allem im Shop. Ich muss hier, das sind die Reste, die jetzt noch versendet werden. Dann ist das Beef Jerky auch schon wieder alle. Schon wieder nachproduzieren. Die Nachfrage ist ungebremst. Also dafür erstmal vielen Dank. Hat man jetzt so nicht erwartet. Wir haben es erst mal so langsam anfangen lassen. Ja, wie es denn so ankommt, aber die Experten, auch der Peter von Country Life Germany, wie vorhin schon mal gesagt, auf der Herfahrt, haben es für gut empfunden, gut befunden. Und deswegen werden wir das jetzt für euch weiter produzieren. Genau. Das ist so ein Beutelchen, hält meistens nicht sehr lang. Denn wenn es einmal offen ist, dann ist es schnell leer. So, da wurschtel ich noch ein bisschen weiter. Das Ganze dann noch in den Shop einpflegen. Dann braucht man natürlich auch noch dementsprechend Newsletter noch für die Website. Ein bisschen so Hintergrundarbeiten, die jetzt noch stattfinden heute. Und dann natürlich die Versorgung der Highlander in Pullendorf. Da kann es gut sein, dass ich jetzt dann die Kamera nochmal mitnehme. Es ist hier noch hell und nochmal anknipse. Werdet ihr im Folgenden sehen oder auch nicht. Und jetzt kommt noch der Flachwitz des Tages. Der Flachwitz des Tages. Unsere Highland-Salami ist trotzdem von der Stange. Wahnsinn, oder? Schenkelklopfer. Mega. Schmeiß mich weg. Ich hoffe, ihr auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag. In Pullendorf hat man noch einen wahnsinnig schönen Sonnenaufgang. Hier ist es bewölkt. Naja, ist ja auch ein bisschen Regen vorhergesagt. Nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt an die Arbeit. Und zwar steht jetzt etwas Außergewöhnliches außerhalb der Reihe an. Einmal einfangen einer Zebu-Dame, die heute zum Schlachter soll. Jo. Und da Zebus etwas ja, freiheitslebender, wilder sind und nicht über eine Fanganlage auf ihren Weiden verfügen, müssen wir da jetzt quasi mit List, Tücke und schwerem Gerät anrücken.
um dort die ganze Aktion stressfrei und funktionierend für Mensch und Tier vonstatten zu kriegen. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Seite stellen. Ich muss noch ein bisschen Strom mitnehmen. Nachdem es Sumpfgebiet ist, ist es natürlich um die Jahreszeit besonders sumpfig. Aber gut, das ist halt das artgerechte Biotop für die wilde Rinderrasse. Die jüngeren Herrschaften stehen draußen und gucken. Die anderen stehen drin und fressen. Wurde gerade eingestreut. Ja, und die Dame hinten, die zweite jetzt von links, die braune, die den Popo herstreckt. Jetzt die erste von rechts. Das andere links meine ich. Von rechts. Hier. Die jetzt zu uns kommt. Das ist die Dame unseres Begierde. Jo, jetzt fahren wir da einmal mit dem kleinen New Holland rein und dem Viechhänger. Und dann werden wir das Kind schon schaukeln, wa? Wieder zurückdrehen. Und selbst bei der wilden Rinderrasse der Zebus funktioniert sowas völlig stressfrei und auf Anhieb, oder? So soll es sein, einwandfrei. Der Dienstag startet schon mal gut. Wir laden jetzt gleich noch einen der Schlachtbullen noch mit auf, denn wenn wir schon mal fahren, dann soll es auch rendieren. Und es geht halt wesentlich leichter, weil da oben ist nochmal die Fachanlage dementsprechend. Ja, ich war jetzt selber erstaunt, das war jetzt mein erstes Mal Zebu anfangen. Ihr wisst ja, ich habe noch nicht so lange Erfahrung damit. Ja, wenn man sich davor Gedanken macht, wie das funktionieren soll, dann ist das genauso stressfrei wie bei allen anderen auch. Denn auf Futter tun sie ja alles und ja, sie sind es halt auch gewohnt, dass man sie mal irgendwo einsperrt oder reintreibt. Das ist wichtig, weil wenn es zur Wildwestverfolgung kommt, hat Mensch keinen Spaß, Tier keinen Spaß und die Fleischqualität, schlicht der Kunde, hat dann auch keinen Spaß. Aber so, einwandfrei, schnelle Nummer. Freut mich. Ich hätte jetzt eigentlich mit mehr Widerstand gerechnet, sagen wir ganz ehrlich, denn die sind schon ein bisschen wilder. So, der Bulle verladen war jetzt ganz einfach. Ich habe bloß die Kamera im Manitou vergessen gehabt. Macht nichts. Haben wir ja quasi jede Woche einmal. Beim nächsten Mal stelle ich die Kamera mal auf, dass man sieht, wie einfach und effektiv das hier funktioniert. Jetzt schnappe ich mir gleich den schon kleinen New Holland. Ich tue noch einmal kurz ganz grob abdampfen außen. Ob bloß um den Schlamm zu waschen. Denn ja, wenn das wieder fest verkrustet ist, haben wir dann wieder eine größere Aktion. Außerdem tut er mir immer leid. Der kleine Schlepper, der die ganze Zeit vorm Futtermischwagen hängt, der braucht auch ein bisschen Liebe und Zuneigung. Heute ist großes Gebell am Futtertisch. Gerade hat man so einen kleinen Zwischenfall zwischen unserer Gypsy und der Gretel. Denn bei der Gypsy spielen die Hormone verrückt. Die rindert, wollte ich schon fast sagen. Die hundet. Die ist läufig. Jetzt habe ich es. Oh Mann, ab und zu hängt es. Die ist läufig. Und ja, da ist gerade mal vorprogrammiert und da gab es gerade echt unschöne Situation, wo wir jetzt gesagt haben, okay, die nehmen wir jetzt weg von den anderen und hoffen, dass morgen alles ein bisschen ruhiger wieder ist.
Jetzt überlege ich gerade, verkneife ich mir den Spaß? Verkneife ich mir den Scherz? Ja. Das heißt, ich bin der Sexist. Ich sag mal nichts dazu. Ah, das Frühling kommt. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Wenn wir Zensierungsbalken drauf schneiden. Ja, das erklärt natürlich auch, warum das so das Temperament oben draußen ist, ne? Aber das ist alles, was wieder vergeht. Oh, das ist Dreck auf der Linse. So, weil gerade so entspannte Stimmung ist im Stall, nutzt jetzt mal die Gelegenheit und stellt euch mal die Herdenschutzhunde vor. Nachdem in den letzten Videos irgendwelche Leute was von Tüllen gesprochen haben und sonst irgendwas, das sind ganz liebe Hunde und die sind wichtig hier, weil hier gab es schon des Öfteren Wolfsrisse, Vierkälber und angefressenes Jungrind. Die haben ihre Berechtigung. Die sind erforderlich. Jetzt stelle ich es euch mal vor. Der entspannte Dude hier vor mir ist der gute Artus. Servus Artus, sag mal hallo. Servus. Das ist unsere Amy. Die ist gerade ein bisschen nervös, weil unsere Chipsy gerade ein bisschen Hormon drauf ist, ne? Arme Teile. Chefin mit zweiter oder dritter Chefin oder was bist du, Amy? Das weiß man nicht, ne? Aber auf jeden Fall ganz Liebe. Dann haben wir hier unseren guten Andi. Servus, Andi. Ja. Andi ist ja ganz schüchterner, zurückhaltender, aber eigentlich der Beste. Ja, sobald Bewegung drin ist, ist dann das immer ganz suspekt. Dann geht er gerne weiter, der hat ganz Ruhe. Aber wenn jemand am Zaun entlang geht oder sauber fährt, ist er der Erste, der naufrennt, macht wirklich einen super Job. Jetzt muss ich schauen, wenn ich mich noch nicht vorgestellt. Ah, da noch einer. Sehr entspannter Dude. Unser Problemkind mit der mittleren Ohrentzündung. Ganz ruhiger, sanfter Herr. Der gute Anton. Ganz lieber Kerl. Kein Anton. Du bist ein ganz ruhiger, entspannter. Jo. Da haben wir da vorne noch den Chef, den Astro. Ich werde den Lumpen kennen, die meisten. Ne? Der boxt immer gerne aus und geht vor in den Hof, um sich dort irgendwelche Schlachtabfälle zu holen, die zur Entsorgung bereitstehen. Der Lump. Ja, ja, ja. Und mein Liebling, die Gypsy. Heute leider an der Kette, der Gypsy. Da vorne muss man sie jetzt echt mal trennen, weil im Hormonrausch ist sie vorhin über alle möglichen hergefallen. Ne? Ja, genau. Und jetzt war, lass mich mal raus. Hey, nee, nee, kein Flottendreier. Nee, nee, nee. So Sauereien mache ich nicht mit. Da bin ich nicht viel zu haben. Habe ich einen vergessen? Ja, die Gretel habe ich vergessen. Gretel! Wie konnte ich dich vergessen? Hä? Wie konnte ich dich denn vergessen? Es ist die Gretel. Ältere Dame, auch sehr ruhig und gemütlich. Und unsere Emmy, die ist immer so, dass sie immer um Streichleinheiten bettelt, ne? Das will ich mal machen, ne? Wie kleine Kinder. Und du auch, ne? Du willst auch schon wieder gestreichelt werden. Oh Gott. Wir müssen mal wieder durchkämmen. Hey, hey, meine Damen. Ja. Hormone liegen in der Luft. Verrückt, verrückt, verrückt. Ja, alles. Alles nichts Schlimmes, ist morgen wieder vorbei, ne? Und die Herren sind sowieso unbeeindruckt davon. Du kleiner Wauwau, willst du gestreichelt werden? Kleiner Wauwau. So, jetzt weiterarbeiten. Trotzdem schön Wetter und entspannte Stimmung. Ihr seht, hier liegt noch jede Menge Futter. Das ist das, was reingefahren worden ist, was ich jetzt wieder ranschiebe. Das habe ich jetzt gesäubert und gereinigt. Also einmal von Kälbern in der Lasenschaften befreit. Die Hunde, die machen das sowieso nicht, hier ihr Geschäft. Die haben ja auch Verbindung zur Weide. Die haben da oben in dem Waldstück ihr Ägle. Da ist das alles gut. Also da hat ja auch immer jemand drunter geschrieben gehabt, dass das die Hunde Verunreinigungen. Nee, ist nicht schlimm. Passiert nichts. Die Hunde, die sind da relativ stubenrein. Die Kälber aber, die kann man absammeln. Man muss halt bloß dahinter bleiben und genau die Augen aufmachen und dann, sagen wir mal, 95% erwische ich. Ja, 95%. Denke ich, das ist eine reelle Angabe. So, jetzt mit Manitou rein und einmal das Futter da zusammenschieben und dann dringend einstreuen. Das feuchte Wetter die letzten Tage erfordert natürlich jede Menge Stroheinsatz, aber dafür haben wir es und dafür schmeißen wir es rein und dafür sind auch alle gesund, munter, trocken und sauber. So, inzwischen ist die Sonne doch noch rausgekommen, wunderbar. Hier ist aber heute so richtig
ich sag mal, unruhig im Vergleich zu sonst. Sonst ist ja hier mucksmäuschen still. Wir haben heute den ganzen Tag Hunde gekläffelt. Ihr habt ja die Hormonschwester vorhin gesehen. Und weil das nicht genug ist, haben wir jetzt auch mal die Mutterkühe mit den jüngsten Abkalbungen raus auf die Weide geschickt. Das Ganze macht dann natürlich auf der Seite der Rinder auch noch ein bisschen Unruhe. Schnur noch wegschmeißen, wenn wir nichts im Futtertisch reinkriegen. Ja, das heißt, die Mütter werden jetzt begutachtet von der Rest der Gruppe und die Kälber müssen sich an den Weidezaun gewöhnen und ja, deswegen ist da groß und viel Geschrei. Da sind sie. Da oben ist, ja genau, da sind wir hier. Also hier sind zwei von den Jüngsten, die wir jetzt rausgelaufen haben aus der Mutterbucht. Da oben ist eine schon mit ihrem Kalb und da läuft noch so ein junger Herr spazieren. Ja, das wird sich aber morgen dann, wie gesagt, alles gegeben haben. So, Dienstagnachmittag. Ich habe gerade hinten ein paar Kanthölzer, das sind alte Weidepfähle, Eichenpfähle, auf Länge gesägt. Denn ich habe euch im letzten Video gezeigt, wo die Tränke kaputt gegangen ist, war bloß so Abdeckung aus Holz. Dort haben wir jetzt Haarträger mit einer Bodenplatte geschweißt und den Boden verankert. Und zwischen Haarträgern sollen jetzt die quasi reingedrückt werden, reingehängt werden. Da fahre ich jetzt mal mit dem Polaris Rinder auf den Futtertisch und schau mal, ob das jetzt so passt, was ich gesagt habe. Im Idealfall ja. Aber wie man es so kennt, zweimal gemessen und dann ist es zu kurz. Bin mal gespannt, ob das so passt. So, jetzt hoffe ich, das ist auf der Kamera hell genug. So ist das jetzt gedacht gewesen. Also das sind die Haarträger auf beiden Seiten. Die haben eine stabile große Bodenplatte mit vier Schwerlastankern verschraubt. Und da haben wir jetzt die Eichenbohlen drin. So dass man da, wenn man mal doch mit der Schaufel ein wenig drückt oder das Futter ein wenig zur Seite drückt, da hinten dann nicht die Tränke beschädigt. Und auch Großviehen immer die Chance hat, dort die Hauptleitung, die unter der Abdeckung da drunter ist. Ich weiß nicht, das sieht man es nicht. Da ist eine Abdeckung. Genau, da. Da ist die Hauptwasserleitung drunter und das ist natürlich bloß ein bisschen Brettle. Jo, wahrscheinlich werde ich oben noch einen Balken drüber machen, beziehungsweise gucken, wie sie jetzt zurechtkommen, weil die Jungen, die saufen vor der Seite immer, also ich kann es nicht ganz verstecken. Aber so soll erstmal das Problem gelöst sein. Stabil ist es und optisch jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, und dann ist schon wieder Nachmittag. Ich habe jetzt dann noch eine Führung, deswegen heißt jetzt schnell den Futtertisch leerräumen mit dem alten Futter. Ballen holen fürs neue Futter, einmal Futter auflegen für die Herrschaften und ja, hoffen, dass unsere Hormonschwestern hier ihre Gefühle, ihre Frühlingsgefühle, ihre Aufwallenden im Zaum halten können. Gerade habe ich gedacht, wird wieder alles gut, ich kann sie wieder zusammenlassen, machen sie sich wieder an die Gurgel, musste ich wieder dazwischen gehen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Also die Hunde mögen so vertraut sein, wie sie wollen, aber wenn die natürlich da in Rage sind, muss man schon aufpassen, nicht, dass der eigene Arm dazwischen hängt. Also ja. So kleine Gratwanderungen. Entweder man greift ein oder man lässt sich gegenseitig zerfleischen. Aber jetzt ist es gerade wieder gut. Unsere Hormonbombe ist jetzt gerade an der Kette. Anders geht's gerade nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Aber wir genießen alle das schöne, warme Wetter. Es ist fast schon ein bisschen warm für Pullover. So, Anton. Alter Hofwächter, alter Dorwächter. Ich marschiere jetzt einfach mal an dir vorbei. Nicht erschrecken, alles gut. Und dann holen wir uns mal den Telelader, dass wir dann mal schnell den Futtertisch freizaubern können. Huch, Pocket Call. Da geht mir doch die Kamera in der Hosentasche an. Ja, jetzt einmal schnell. Das ist der Stapel mit den alten Weidepfosten. Das stammt noch aus Zeiten, wo es noch keinen Wolfschutzzaun hier gab. Wo noch alles friedlich und freundlich war. Und ja, so kriegen die alten Dinger wenigstens auch noch eine sinnvolle Verwertung, zumindest was davon noch verwertbar ist. Ich meine, die liegen jetzt auch schon wieder zeitlang draußen und die waren auch schon zeitlang aufgebaut gestanden. Aber ja, zur Not hackt man die halt noch, genauso wie das Häufchen. Und ja, so, Werkzeug aufräumen, alles wieder frisch und dann machen wir mal die Stadtarbeit.
Weil, wie gesagt, danach habe ich noch eine Hofführung und die dann schließlich wie immer in der Verkostung enden wird. Und die Leute kannst du auch nicht abwürgen. Und bevor die Tiere erst nachts um 10 jetzt durchkriegen, machen wir das jetzt lieber gleich nachmittags um 3. Bis gemischt ist, bis es drauf ist, bis der Futtertisch abgeräumt ist, bis auch 4, halb 5, bis ich dann mit allem durch bin. Und dann passt es, dann ist es in Ordnung. So, jetzt ist wieder die übliche Ruhe in unserem wunderschönen Stall eingezogen. So macht's Arbeiten Spaß. Ich habe das in dünner Pullover anziehen müssen, denn trotz aller Maschinerie geht halt nichts über solide Handarbeit, denn die Reste am Futtertisch zusammenkehren und zusammenschaufeln, das geht halt immer noch händisch am saubersten. Man kann nur das Grobe mit der Maschine wegnehmen und auf die Miste schmeißen und dann, ja. Ja, viele, wo wir gerade beim Thema sind, viele schreiben immer, warum fahrt ihr denn mit dem Futtermischwagen hinter, schmeißt dort die Ballen rein, mischt das Futter, fahrt vor und haut es auf den Futtertisch. Das wäre natürlich einfach, ideal, aber das sind verschiedene Faktoren, die da mitspielen. Und zwar haben wir keine Möglichkeit, mit dem super, mit dem Futtermischwagen grundsätzlich hier zu drehen. Das ist alles so am Berghang, da gibt es die Straße und der Platz ist zu klein, um damit zu drehen. Dann haben wir hinten nichts Befestigtes. Dann, ja, bist du meistens allein und es muss schnell gehen. Und ja, dann ist es ein riesiger Fußweg, den du mindestens auch einmal, zweimal, dreimal laufen musst. Je nachdem, wie du das koordinierst mit deinen Maschinen. Also spielen verschiedene Faktoren mit. Das System ist von Norbert so erprobt und auch getestet. Und ja, das hat sich als funktionierend herausgestellt, sagen wir so, kurz runtergebrochen. Und so wird es halt dann gemacht. Deswegen macht es für uns keinen Sinn, hinten Futter zu machen. Habe ich das jetzt verständlich rübergekriegt? Weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es verstanden habt. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare, dann gibt es eben dazu noch ein paar Antworten. Also das kriegen wir hin. Ja, demnächst möchte ich den Norbert auch mal gern ins Video mit einbinden, nachdem wir zusammenarbeiten und ja, unsere Produkte gemeinsam vermarkten, sowohl regional als auch überregional in meinem Shop auf www.hauersilence.de. Finde ich, sollte er einfach auch ein Teil des Videos werden. Deswegen, einmal in die Kommentare den Hashtag Norbert. Wenn da genug drin sind, dann drücke ich ihm beim nächsten Mal einfach mal die Kamera in die Hand. Und dann soll er sich einfach mal kurz vorstellen, was er tut, was er macht, was er ist. Damit ihr den auch kennenlernt. Ich habe ihn kennen und lieben gelernt. Also der beste Chef, Kollege und ja, den man sich wünschen kann. Mentor darf ich nicht vergessen. Ich habe in den paar Wochen, denen ich jetzt hier bin, wahnsinnig viel dazu gelernt und es wird täglich mehr. Es macht irre Spaß. Es ist genau das, was ich wollte, zu 120% sogar. Und wir sind sehr glücklich so. Jetzt müssen wir bloß noch die Highlander in der Nähe unterbringen und eine attraktive Wohnmöglichkeit finden. Dann ist doch alles flauschig und dann kann der Hauer zu seinem 40. sagen, Haken, er hat sein Ziel verwirklicht. Jo, bis dahin fließt noch viel Wasser in meine Runde. Wir werden mal sehen, was da so kommt. Ich arbeite jetzt mal weiter vor mich hin. Noch sind sie alle ruhig, entspannt und kauen wieder. Aber man weiß es ja selber. Wenn man Hunger hat, bist du nicht du selbst. Und wenn die Hunger kriegen, dann ist es hier auch nicht mehr ganz so entspannt. So, und dann machen wir hier auch Schluss für das Mittwochsvideo, denn der Cutter schneidet Mittwochvormittag für euch. Mittwoch 18 Uhr, Sonntag 9 Uhr, fest im Kalender vermerken. Die erste Hoftour offiziell haben wir hier auch schon mal durch. Also wenn ihr Bock habt, schreibt uns an. Ihr könnt jederzeit eine kleine Hofführung haben. Und jo, dann sage ich, wir sehen uns am Sonntag in aller Frische. Bis dahin, macht's gut, Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life.